Das Haus der einsamen Seelen. BZ war einen Tag lang unterwegs im Tierheim Berlin. Statistisch gesehen wird alle 71 Minuten ein Tier dorthin abgeschoben, dann ärztlich versorgt und untergebracht. Im Reha-Zentrum gibt es für Hunde ein spezielles Unterwasserlaufband. Unter ärztlicher Aufsicht bewegen sich die Tiere dort rund 10 Minuten. Diese Therapie ist geeignet für Hunde mit Hüftleiden, aber auch für solche wie hier American Stafford Mix Boss, um überschüssige Energie abzubauen. Den größten Anteil der Tiere im Heim machen die Katzen aus. 536 leben hier aktuell. Kater Kope wurde jetzt von seinem Besitzer in die Einrichtung gebracht. Grund, das Tier habe die Wohnung immer wieder verwüstet, während sein Herrchen auf Arbeit war. Die Mitarbeiter kümmern sich ab 7.45 Uhr um die Miezen, spielen mit ihnen, putzen täglich die Gehege und geben frisches Wasser und Futter. Außerdem sind viele ehrenamtliche Streichelpaten im Heim unterwegs. Im Exotenhaus leben neben Schildkröten, Leguan und Bartagamen auch einige Schlangen, wie diese Königsnatter. Die ist übrigens nicht giftig. Und sogar Schweine gibt es im Heim. Dieses 40-Kilo-Exemplar war von seinen Haltern in Reinickendorf ausgesetzt worden und wartet nun seit 6 Jahren auf einen neuen Besitzer.